Yo, ich bin jetzt wieder auf der Gamescom, es ist Freitag und ja, ich laufe jetzt wieder für euch rum. Ich würde dann sagen, mal sehen, welche YouTuber oder keine Ahnung was. Welche YouTuber wir heute antreffen oder keine Ahnung, ich bin heute mit Eugen, unserem Blade Runner, hier unterwegs. Hi. Ja, und ja, auf jeden Fall die beiden Tage, die zwei Tage, Mittwoch und Donnerstag, war ich halt schon da, hab euch gefilmt, waren super Tage und jetzt, hoffentlich wird dieser Tag genauso genial wie die zwei Tage davor. Und ich würde sagen, bis gleich. Warte. Alter, schaut euch mal an, wie überfüllt das ist da unten. Nicht mal drinnen ist so viel los. Was geht hier ab, meine Fresse? Alter Schwede, Junge. Ach du Kacke. Ich muss zugeben, ich war hier unten noch nicht. Noch nie eigentlich. Aber wir müssen hier durch. Irgendwie. Da ist Twitch irgendwie, ja, Twitch. Hier ist es überfüllt. Ja, Eugen, komm. Wir müssen jetzt da durch diese Massen durch. Alter Schwede. Dürfte ich kurz durch? Danke. Da, wie überfüllt ist das denn bitte? Boah, zum Glück sind wir ungeschadet raus. 91B. Da können wir, glaube ich, nicht rein. Doch. Da können wir rein, aber was ist da? Egal, lass mal erstmal in die Halle 91. Weil die Halle 9 habe ich noch nicht gefilmt. Mache ich das jetzt mal schnell. Und ja, muss hier gleich wieder die Schuhe binden. Meine Fresse. Wie schnell gehen die denn wieder auf? Hier war ich bisher noch nicht. Aber hey! Final Fantasy Online! Zoom mal ran. Ja, Final Fantasy Online. Ich spiele dieses Spiel nicht. Auch wenn ich Final Fantasy feier. Außer 15. 15 ist scheiße. Weil, ganz ehrlich, ich hasse alle Charaktere, besonders Noctis und Prompto, und die sind einfach nur beschissen. Das ganze Spiel, das Einzige, was das Spiel ausmacht, dass es Open World ist, also so richtig Open World, und dass es nicht mehr das rundenbasierte System hat, wobei das rundenbasierte System auch ziemlich cool war. Das war die einzige Neuerung, die ich zwar auch so teilweise geil fand, aber dennoch, das Spiel an sich ist scheiße. Okay. Wie kommen wir hier jetzt zur Halle 5.1 und 5.2? Wir suchen nämlich die Halle. Weil ich will wieder zum Dingsshop. Zum Dingscon. Eugen, ich glaube, wir sind hier falsch. Welche Halle ist das denn? 9. Aber wir müssen einfach mal durch.
Stand von Nintendo. Da würde ich gerne mal hin. Eugen, halt mal das Ding. Ja. Kann man da auch die Switch gewinnen? Ich hoffe ja, denn wir gehen jetzt in den Stand der Nintendo. Aber Eugen ist irgendwo anders stehen geblieben. Was ist das? Ah, Gamescom-T-Shirts. Willst du dir was holen? Ich schau mal nach. Alles klar, dann können. Die Stände gibt's aber auch überall. Lass mal kurz zu Nintendo. Nintendo Switch. Nintendo Switch. Ich will zu Nintendo Switch. Und ich sing mal wieder mit was. Keine Ahnung. Metroid. Und Switch. Ach du Scheiße. Schau dir die Schlange an. Meine Güte. Was wird hier eigentlich vorgestellt? Ach, Mario. Ah, okay. Also, sorry, ich bin nicht bereit, hier stundenlang anzustehen. Wollen wir weitergehen? Wir müssen da lang wieder, da sind die Hallen. Jetzt ist Spieler 1 am Rücken. Eugen! 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 Jung, wo läufst du hin? Wir müssen nach hoch! Ja! Das ist ein bisschen kompliziert, ja. Ja, da ist Halle 10 und da müssen wir hin, da ist Halle 5 direkt daneben. Einfach erklärt für Dummies. Komm. Ich würde hier sagen, ja, bis gleich. Hier mache ich mal einen kleinen Cut.
auch noch Bühnen. Lass mal durch. Ist das Rappel voll hier? Ich muss noch überzeugen. So, Break Runner, da geht's lang. Wird einmal kurz zu Namco. Weil Namco ist einer meiner Lieblingsspielentwickler. EA Sports eher weniger. Aber Namco. Da ist ein Namco. Bandai. Ja, Namco Bandai. Da wollen wir hin. Mal sehen, was die hier auf die Luft schmeißt. Kann man das Auto gewinnen oder was? Das ist nice. So. Ach nee, das ist nur Spiele testen. Eugen, komm, gehen wir. Aber es sind kaum Spiele da, die einen interessieren, oder? Eugen. Es sind kaum Spiele, die einen interessieren, oder? Ja, also manche vielleicht. Ja, aber jetzt hier in dieser Halle irgendwie nicht. Außer bei South Park, aber ja. Nice booty. Lass mal lieber außen herum. Ach, Dragon Ball. Nice. Das ist ein Dragon Ball. Joker Battle. Ist draußen. Ja, oder kommt raus. Weiß ich jetzt nicht. Mega. Willst du dran stehen und spielen, oder? Ja, das wird richtig geil. Oder wollen wir heute erst mal rumlaufen und morgen nochmal den ganzen Tag nur zum Zocken? Ja, können wir auch so machen. Ja, ist besser so. Weil heute ist noch Merchandise-Jage. Dann wissen wir halt, wo was ist und wir kommen dann morgen. Ja. Das ist ja klar. Ja, warte, nehmen wir kurz raus. Erstmal rumschauen. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Ziemlich, sieht ziemlich nice. Ja, aber erstmal zur Halle 5-2, da können wir aus dem Außenbereich auch rauchen. Kurze Nachfragen. Oh, Alter, überteuert. Digga, lieber nicht. Halt lieber ein. Ja, okay. Ach, wir haben die Halle. Halle 5-1. Ich hab heute Morgen nur Cornflakes gegessen. Sonst gar nichts mehr. Ja, ich habe heute gar nichts gegessen. So, wir sind jetzt in Halle 5-1. Wir müssen Halle 5-2, aber wir gucken uns hier erstmal um. Ein Cosplay-Contest, aber ich cosplay ja nicht. Also. Wir haben die Schau.
Musik. Ey, echt geile Mucke. Morgen bin ich hier, glaube ich, auch öfter. Aber, ja. Ah, ein Autorennspiel. Ich bin zwar kein Autorennspieler, aber das sieht schon irgendwie hart nice aus. Okay. Aber wir gehen weiter. Wir müssen da hoch. Okay, und wir sind oben. Chris, warte mal die Kamera. Doch. Na, ii! Okay, das ist wirklich hier gelaufen. Okay. Okay, wir suchen. Oh. Was haben wir denn da? Yowie und allgemein dieses Hexkissen. Aber wir suchen einen bestimmten Stand. Und zwar den, schon wie gestern und vorgestern, den Epicon-Stand. Okay. Er schaut sich etwas um. Also von gestern haben wir hier aus dieser Halle genug aufgenommen. Deswegen eher weniger heute. Nee, 29 Euro zahle ich für die Platz am besten. Ja, am besten nicht, es gibt günstigere hier. Ich sag immer bis später, wir laufen erstmal so ohne Kamera durch die Gegend. Bis gleich. Was? Auf Auslöser, direkt mal in dem Foto. Achso, ja, okay. Da ist der Auslöser. Ich darf machen, warte. Ja, ha. Ah ja, so jetzt. Ich kann auch Video machen beim Fotoschießen, geil. Yeah. Jetzt erkennt mich niemand. Niemand. Leuchtet das überhaupt? Ja, ich schon etwas, nur das sieht man nicht wirklich wegen zu viel Licht hier im Raum. Okay. Ich bin Carnage Deadpool. Und ich bin der König. Ja, halt mal. Und ich gehöre zu Team Rocket. Und bin der Pinguin-König. Willkommen zurück. Ich film wieder rum und hallo. Hi. Das war gerade die Raven und die... Oh, Alter, ich habe den Namen vergessen. Auch aus Teen Titans von gestern. Und ja, voll geil eigentlich. Die Bilder, die ich geschossen habe, lade ich übrigens auf meiner Facebook-Seite hoch. Ich will diese auch verlinken. Like diese, falls ihr einen Fotografen sucht. Und hier sind FF7 und warte, Tomb Raider, FF15, FF7 Sephiroth, FF7 Aerith, FF7 Vincent und FF7 Tifa. Wo ist Cloud, verdammte Scheiße? Kein Cloud? Ihr könnt mich mal. Hast du Cloud nicht mehr? Ja. Aber hier ist ein Riku. Gestern noch Fotos davon geschossen. Kingdom Hearts, einer der besten Spiele der Welt. Oh.
Ja, stimmt, ich habe auch noch die Deadpool-Maske. Eugen, wo ist denn der Typ jetzt wieder hin? Eugen! Hier unser Eugen. Der hat sich auch eine Carnage-Maske geholt. Die ich gerade auch in einem anderen Video drin hatte. Ein Einhorn mit einem Stitch-Kigo läuft. Okay. Wir gehen erstmal zur Halle 10.1, weil da irgendwas sein sollte. Und ich melde mich gleich aus Halle 10.1 zurück. Bis gleich. Ihr seid alles Nerds. Wir pranken gleich einige. Wir geben uns nämlich als Mimi aus. Okay, wir geben uns jetzt als Mimi aus. Hoffentlich kann ich will wenigstens einen, der sagt Mimi oder so. Hoffentlich erkennen die mich. Kennt hier keiner Mimi? Oder schaut seine Videos? Alter. Ich will vielleicht nicht Mimi, aber ich kann seine Stimmlagen nachmachen. Ihr seid alles Nerds! Eine Cosplayerin! Eine Frage. Weißt du, wer ich bin? Deadpool. Kennst du den YouTuber Mimi? Kennst du den YouTuber Mimi? Leider nicht. Redet immer so geschwollen und macht alle YouTuber fertig. Okay. Gut, dass ich kein YouTuber bin. Vergesst nicht, J-Ro ist eine Fame-Hure. Schade, die kennt Mimi nicht. Ich bin vielleicht nicht Mimi, aber dennoch. Ihr seid alles Nerds. Danke für den Korb. Kannst du sagen, J-Ro ist eine Fame-Hure? Kannst du sagen, J-Ro ist eine Fame-Hure und Sascha ist cool? Nein. Schade. Riesenapplaus!
kaum was sehen. Okay, letztes Jahr haben wir einen Song performt. Und ich glaube, damit kann man schon alle ein bisschen verärgern. Aber das macht nichts, wir machen das dieses Jahr. Und zwar haben wir letztes Jahr Fresse halten hier gemeinsam besucht. Also keiner erkennt den YouTuber Mimi. Keiner! Warum? Der hat doch schon eine riesengroße Reichweite. Alles klar. Macht ihr mit, weil ich besser habe. Schön auch. Ja. Ich würde mal weiter Eugen suchen. Und es weiter so tun, als wäre ich Mimi. Ihr seid alles Nerds! Kauft mein Nerds! Eugen, machst du mit? Ich will die Leute verarschen und so tun, als wäre ich Mimi, der YouTuber. Okay. Nur ich mache doch keine Pranks, aber das wäre immer wirklich irgendwie witzig. Okay. Hättest du die Kamera so lange halten? Ja. Auch mit draufhalten. Ja. Ich verarsche jetzt einige, hoffentlich kennen die an sich. Ihr seid alles Hörer. Kennt ihr euch Scheiße? Kennt ihr mich? T-Shirt. Hier, Deadpool! Gibt's den Deadpool? Was noch?
Du hast noch 9 Minuten, ne? Ja, ich bin YouTuber! Wie viel steht's? Richtig, haben wir 9-4. Ich statte dich schon mal aus als Dankeschön für meinen Punktrichter. Da sind wir ja nicht so. Einen guten Punktrichter da gehabt, das ist auch richtig. Nochmal. So. Volles Programm jetzt für den Punktrichter. Ich will Skip Set Pool. Dann jetzt hier noch auf bereit melden. Damit ich dich nicht vergesse. Das ist schon mal ganz wichtig. Was? Nicht, dass ich hier alles raushaue. So, ich bin Mimi. Euch geht's los. Jetzt bin ich eingefahren. Jetzt ist er eingefahren. Also, muss ich echt sagen. Also, das war, ich meine, überrascht. Okay. Nach LOL? Kein Thema. Ja, nach LOL nicht. Eigentlich bin ich gar nicht so überrascht. Ist kein Thema. Weil du hast sehr gut gestartet, also mit sehr langsamen Runden. Und bei Tekken warst du eigentlich auch echt gut. Ja, wirklich. Ja, wenn du bei Tekken so. Tekken ist super! Bisschen mehr Glück hattest, genau. Dann hättest du auch bei LOL richtig punkten können. Naja, bei LOL sag ich. Bei Tekken. Bei LOL war das. Ich glaube, das war aussichtslos. Das muss man leider zugeben. Warum auch? T-Shirt! Deadpool! Ich bin Deadpool! Ich krieg alles! Bei LOL war genau das von allem anderen. Bei LOL? So. Da hast du nämlich erst die ersten zwei gewonnen. Stimmt, richtig. Du hast verloren. Ja! Ist gar nicht mal so schlecht. Also aufmerksam sind sie schon mal. Video so, guck mal, schon gedriftet. Ihr seid alles Nerds! Wie ich da rangegangen bin, Alter! War doch was. Ich glaube, ich kenne die. So, haben jetzt ein T-Shirt ergattert. Und alle Nerds genannt. Ich war gerade auf der Wiener. Ihr seid alles Nerds! Ey, Alter, ich sollte mal Mimi cosplayen. Das wäre so geil. Weil ich kenne seine Sprüche alle auswendig. Ich liebe es. Du bist ein Nerd! Eugen, du bist ein Nerd! Ich bin ein Genie. Du bist ein Nerd! Ihr seid alles Nerds! Ihr seid alles Nerds! Was? Ihr seid alles Nerds! Ja, aber ihr auch! Abonniert Mimi! Hallo! Hallo! Ich kenn dich! Mimi! Alles klar, Diggi. Ich bin's wirklich. Nur halt ein bisschen an der Kamera. Will die Leute ein bisschen triggern. Doch. Jetzt ja. Warte, Hansa, raus. Jo. Jetzt sieht man das, Digga. Ihr seid alles Nerds. Ja. Uiuiui. Okay.
mein Cosplay Mimi. Also ja, ich laufe rum und sage, ich bin Mimi. Also Cosplay ich Mimi. Eine Frage, was spielt ihr da? Was ist das für ein Spiel? I don't know German. What's the game? Oh, I have no clue. It's Goblin. Goblin of Elder Scrolls. I have no clue too. I don't know what the game is. We are just. I'm a German YouTuber. Oh, okay. Yeah, Grandma Rirat. Oh, you are filming for YouTube? Yeah. Every time, every day, everywhere I go. Oh, you're a vlogger. Huh? You're a vlogger. I'm all of that. I'm a let's player. I'm all. Nice. I'm an enemy YouTuber. Nice. Nice to meet you too. Woo! Na, Schärfe gerade nicht eingestellt. Samsung! Da ist Samsung! Samsung ist ein Nerd! Ihr seid alles Nerds! Scheiß Publikum heute! Schon Mimi! Keiner reagiert! Scheiße! Lass noch raus rauchen! Wir wissen, dass die Nerds sind. Cool! Warte mal kurz. Ui, ui. Ihr seid alles Nerds. Ja, ihr seid Nerds. Kauft den Merch von Mimi. Oder abonniert Raven Duck Reap. Genau das. Keine YouTube-Nerds hier irgendwie. Keiner, die Mimi kennen. Eugen! Wir wollten hier noch rauchen. Lass mal darüber. Da können wir in Halle 9.1. Ui, ui, ui. Ihr seid alles Nerds! Das klappt nicht, irgendwie. Ihr seid alles Nerds! Ich bin Mimi! Kauft meinen Scheiß! Ihr seid alles Nerds! Eugen! Nein, nein, rauchen. Ich habe über 100.000 Abonnenten. Wirklich? Uiuiui. Mimi. Der YouTuber Mimi, warum kennt mich keiner? Nein. Du musst mal die Maske ausziehen. Ja, hab ich mal gerade eben gedacht, Mimi. Sorry. Oh nee, ernsthaft, jetzt komm, das bist du doch nicht. Also für die Challenge ist es so geplant, dass alle YouTuber, die heute hier sind, maskiert eine Challenge absolvieren müssen. Das heißt, die müssen auf sich aufmerksam machen. Okay. Da muss ich jetzt nicht. Aber cool. Aber ihr habt recht, ich bin nicht Mimi, weil noch was anderes zu der Challenge gehört. Und zwar, man muss einen anderen YouTuber verkörpern. Es ist wie eine Art Cosplay, nur halt die Leute ein bisschen so leicht zu pranken. Okay, hast du das geprankt? Sozusagen. Aber ihr kennt mich nicht. Mimi ist ein Meinungsblogger. Das ist
Kauft mein Merch! Kennst du das wirklich nicht? Ist das bitte. Warte, warte, wie war das nochmal? Aber ich kenn den. Warte, wie war das nochmal? Der hat doch die YouTuber gefallen. J-Ro! Jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Mimi erzählt was! Ich kann ihn perfekt nachmachen. Das ist es. Nee, aber ist gut. Ja, aber selber, ich bin YouTuber, Raven Duck Creep. Schaut unbedingt bei mir vorbei, weil ihr seid auch drauf reingefallen, also du zumindest. Und ja, die Leute würden mit so einem Dump-Button, also nur Just for Fun natürlich, bei mir vermerkt. Und dann könnt ihr euch ein Video auch selber finden, weil ich filme auch gerade in diesem Moment. Warum? Weil ich immer YouTuber interviewe oder sonst was. Immer, das gehört zu meinem Image. Alles klar, Eugen, du filmst. Moment. Das wusste ich nämlich vorher nicht, aber... Und nimm die Kamera, ne? Ich bin so bekifft. Okay. Ich habe jetzt hier eine YouTuberin kennengelernt. Über 2500 Abonnenten. Wie heißt du denn? Das ist der Sexy Wetter 20. Komischer Name, ne? Sexy Wetter 20. Okay, dann blende ich das gleich im Schnitt ein, alles. Und ja, was für Videos machst du denn? Fanfiction schreiben. Und komm mal ein bisschen näher ran. Okay. Komm mal näher. Komm mal näher, Schnuckelhäschen. Ja, bitte. Okay. Alles gut. Die sexy Wetter 20. Nenn mich gut Elisa. Elisa, okay. Ja. Also, die sexy Wetter 20 und auch Elisa genannt. Schreibt Fanfictions über Naruto, so wie ich da erfahren. Ja, gerade eben, ne? Ja, gerade eben. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Menge Spaß. Wie geht es dir also hier so? Ja. Super, ich bin seit gestern hier. Wir haben fast alle Spiele angetestet. Ich und meine Freunde, die da hinten jetzt versteckt sind. Du hast keine Spiele außer Ultra Rose. Fast keine Spiele, außer das Spiel, wo, warum ich eigentlich hier bin. Und zwar Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Das ist genial. Besser als Sonne und Mond. Also wir haben jetzt sehr viele Spiele getestet, weil wir sehr viel auch Interesse haben. Aber Naruto habe ich jetzt angetestet. Okay, Naruto interessiert mich. Ja, aber das fand ich jetzt nicht so gut. Also das ist meine Meinung. Du meinst jetzt Ninja Storm 4, oder? Nein, das ist Naruto, Spikers, irgendwas. Keine Ahnung. Das letzte, wo ich mitbekommen habe, war Ninja Storm 4. Das war wenigstens besser. Also ich habe das angetestet gerade eben und ich fand das jetzt nicht so berauschend. Ja. Wie andere YouTuber jetzt auf YouTube das präsentieren. Also ich weiß nicht, jeder Geschmack ist anders. Ja, meins ist es eigentlich auch nicht, vor allem weil ich Naruto eigentlich nicht so mag. Außer vielleicht Sasuke und Itachi. Ja, Itachi ist ein und ich mag Orochimaru. Orochimaru ist auch geil. Vor allem, ich kann ihn perfekt hier. Echt? Wir müssen los. Es bleibt jetzt unzeit. Das ist echt gut. Oder zum Beispiel auch Kabuto selbst. Aber ja, Orochimaru. Wir können bald mit dem Experiment beginnen. Wir haben zwar nicht alles vorrätig, aber bald. Bald wird Sasuke bereit sein für die Prozedur. Nur Naruto kann ich nicht nachmachen. Aber Naruto ist ein bisschen zu kindisch gestaltet. Ja, mittlerweile die neue Stimme ist ein bisschen angenehmer. Ja, das stimmt. Aber so sind also die einzigen Charaktere, die ich nachmachen kann. Ich kann gar keine Charaktere nachmachen. Aber bei mir ist das Themengebiet eher Pokémon, Kingdom Hearts Final Fantasy. Ich warte immer auf Kingdom Hearts Teil 3. Oh, wer nicht? Wer nicht, bitte schön? Ja. Und immer noch kein Release-Termin, gar nichts. Doch. Wann denn? 2018. Echt? Ja. Also der letzte Stand war irgendwie, dass das noch nicht stand. Doch, 2018. Genau. Oder auf der E3. Doch, auf der E3 stand Winter 2013. Also, das bedeutet schon Januar, Februar. Eventuell wird es dann entweder nächsten Winter kommen oder diesen Winter oder so viel ich mitbekomme, sicher weiß ich es nicht, oder vielleicht doch zu der nächsten E3. Also ich will es gerne spielen. Werde nicht, ich hab dann schon so viel gesehen, ich habe Blind of Distance gespielt, ich spiele sogar Kingdom Hearts X, Alter. Ich habe auch alle gespielt und ich denke so, wann kommt das halt rein, bitte mach schnell.
Es ist ein kleines Quizspiel. Boah, mein Rücken tut schon weh. Ja, okay. Weil ich bin... Die Kameramann weiß das schon. Ja. Hilf mir gleich. Ich stelle vier Fragen. Es ist anstrengend, ein Kameramann zu sein. Ja. Beginnt. In welchem Teil erfährt man, dass Seanok ist die Zeitreise? A. Kingdom Hearts 1. B. Kingdom Hearts Screen Drop Distance. C. Kingdom Hearts Chain of Memory. Oder D. Kingdom Hearts Best Best League. Was ist nochmal? Also ich würde sagen, Teil 2. B. Ja, weil es irgendwie... Green Drop Distance, da sieht man zwar, das ist richtig. Aber man sieht auch in Dream, man sieht auch in D wäre auch richtig gewesen. Sind die auch richtig? Ja, irgendwie bei den beiden hänge ich da. Weil in Best Best League sieht man nämlich einen unbekannten Kämpfer mit auch Schlüsselschwertern. Und das war eigentlich der junge Seanok verkleidet. Also bin ich im Prinzip unentschieden. Das war richtig, weil man merkt wirklich, dass es er ist ein Green Drop Distance. Ja, okay. Okay, jetzt zur nächsten Frage. In welchem Teil wird erklärt, wer eigentlich Roxas ist? Okay, das ist jetzt die Frage. A. Best Best League. C. B. B. In Kingdom Hearts 2. C. In Kingdom Hearts 2 in 35 Days. Oder D. In wieder in Green Drop Distance. Ich sag 3. Kingdom Hearts 2? Nee, das war das andere, okay. Jonas, Certified Dates. Nein, Scheiße. Weil es war wirklich, ich weiß nicht, es war weh. Nein. Weil da sieht man ihn wirklich und dann wird er Ventus genannt. Warum? Ah, das ist die Wehrgeschichte von Roxas, also ja. Ich hab lange nicht mehr gespielt, die Spiele, also. Okay, dritte Frage. Wer ist der Hauptbösewicht in Kingdom Hearts? A. Anson. B. Semnas. C. Seahanort. Oder D. Riku? Also ich, meine Meinung war immer Riku, der. Immer. Warum ich, auch immer? Denk nach. Das ist meine Meinung. Okay. Es ist mir egal, was das Spiel ist, für mich ist Riku eigentlich immer der Endgegner. Nee, nein. Riku, ja, gehört zu den Verbündeten. Nee, für mich war er immer so ein Endgegner. Weiß ich nicht. Nein, er gehört auf jeden Fall zu den Verbündeten. Er ist sogar der Hauptcharakter. C. Hanon wäre richtig gewesen. C. Ich hab lange nicht mehr gesehen. Der alte Sack. Okay, letzte Frage. Dann hast du bei der Chance auf den Unentschieden. Nee, glaube ich nicht. In welchem Teil wird Zora zu einem Herzlosen? A. Kingdom Hearts 1. B. Kingdom Hearts 2. C. Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Oder C. Kingdom Hearts Chain of Memory. Eins war das nicht. Das war eins war das nicht. Sicher? Nee, das war das nicht. Denk nach. Danke an dich, Lisa. Danke für das kurze Interview. Danke, Mimi. Ja, Mimi. Ja, Raven Duck Reap, ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich bin. Voll der Chaot. Und ihr seid alles Nerds.
Tschüss. Bis gleich. Aber letzte Frage. Okay, ja, warte, ja. Wirst du dieses Video anschauen und es bewerten? Ich hab's schon abonniert, ja. Alles klar. Dann dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Wir sehen die zwei. Das Geile ist, unter ein paar größeren YouTubern kennen mich schon einige Mimi 2. Echt? Einige sogar Tanzverbot für Arme. Au, das ist einfach eine Beleidigung. Entschuldigung. Das ist eine Beleidigung, ich weiß. Aber und noch eine Sache. Ich weiß, der ist Kilian, aber der sieht aus wie ein Dennis. Tanzverbot sieht aus wie ein Dennis. Kann man so vergleichen, leider. Ja. Aber ich habe nichts gegen Tanzverbot, du glaubst mir, ich habe nichts gegen. Tanzverbot wird uns alle zerficken. Irgendwann. Eigentlich wollte ich nicht zu Gamescom, aber der hat mich gezwungen gestern. Und ich habe die ganze Nacht gar nicht geschlafen. Ich habe nur Arma 3 gezockt und dann bin ich am Ende erst so eine Stunde schlafen gegangen. Warte, Eugen, ich habe da was für dich. Die kleinste Violine der Welt. Es tut mir leid für dich. Lass dich nicht ärgern. So, Leute, die Deadpool-Maske ist auf. Ich bin aus der Mimi-Rolle raus. Ich fahre gleich nämlich nach Hause. Gib Kubera. Ja. Also, ich gebe Kubera gleich sein Stativ wieder und dann fahre ich auch nach Hause. Wird dann gucken, wie ich alles schneiden werde und alles. Und wir sehen uns dann morgen. Danke, Lisa, danke. Okay. Naja, wie gesagt, gebt diesem Video einen Creep-Like-Daumen nach rauf. Warte, das kommt später. Aber dennoch, Creep-Like-Daumen nach rauf geben, abonnieren, um nichts zu verpassen. Und haut raus, bis dann, ciao. Bis morgen. Obwohl, ich schneide das alles zusammen. Vergesst dieses bis dann, ciao. Bis später, ciao. Ihr seid alles Nerds. Ihr seid alles Nerds. Kauf den Merch schon, Mimi! Okay, ich will mindestens 3 Leute pranken. 2 haben wir geschafft. Kauf meinen Merch! Kauf den Merch schon, Mimi! Hä? Schau auf meinen Kanal, Mimi! Ah. Ihr seid alles Nerds! Ich hab schon Merch. Hast du schon Merch? Ja. Guter Junge! Ach ja, bist du drauf reingefallen? Na, also es war schon knapp. Nicht Mimi! Oh, du hast mich verarscht! Oh ja! Ich mache heute Mimi nach, sozusagen. Ich prank heute für meinen YouTube-Kanal für eine Challenge. Prank ich heute Leute auf der Gamescom und bin selber YouTuber, ja. Krass, wie viele Abonnenten? Fast 600. Aber ich kenne Mimi persönlich deswegen. Echt? Ja, hab ihn mal kennengelernt. Ey, das ist cool. Ich kann dir gerne aufschreiben, dann kannst du das, weil das kommt dann alles noch rein, kann ich dir gerne alles aufschreiben. Spiel, ist ein Multiplayer-Spiel, so ein Couch-Korb-Spiel. Spielst du okay, kann ich dich kurz für dieses Spiel interviewen? Also wenn du schon viel Ahnung hast. Ja, wegen mir. Okay. Was willst du wissen? Worum geht es in diesem Spiel? Also die Story, der Plot ist wirklich sehr tief. Du spielst ein Spielzeugpanzer und versuchst der allerbeste von den Spielzeugpanzern zu sein, den du alle anderen kaputt machst. Also genauso wie bei Pokémon. Richtig. Alles klar. Das passt die Story zusammen. Also es ist ein Multiplayer, ne? Es ist ein Multiplayer-Spiel
original war es angedacht, als Couch-Korb, dass man hier mit drei Freunden zusammen auf der Couch sitzt, mit kleinen Panzern alles kaputt macht, was einem kaputt machbar ist. Okay, klärt sich interessant an. Wie viel kostet das Spiel? Es soll 10 Euro kosten. Soll, weil es erst bei Steam? Ja, weil es erst April nächsten Jahres rauskommt, weil wir noch im Online-Multiplayer arbeiten. Alles klar, also ich würde dann vorbeischauen. Wie heißt das Spiel nochmal? Tiny Tanks. Nochmal würde ich in die Kamera sagen. Tiny Tanks. Tiny Tanks, okay. Dann würde ich das in meinem YouTube-Kanal, in dem Kanal von Raven the Creep, vorstellen. Mimi bin ich nicht, nein, aber. Ja, ich kann dir gerne die YouTube-Daten aufschreiben, dann kannst du dich selber sehen. Ich kann dir gerne Business-Karten von den beiden geben, die es nie gemacht haben. Da kannst du dir Bescheid geben, wenn du es hochlädst. Gerne. Wunderbar. Wirklich, ihr seid auf dem Kanal von Mimi. Mhm. Hier, wirklich, ich lade dieses Video hoch. Mimi mit dem, also mit Y, oder? M-Y-M-I-I-M-I-I. Mimi erklärt was. Kannst du mir erklären, wie der Name buchstabiert wird? M-I-I, M-I-I. Hast du es auch im Bild geschrieben? Hä? Also, kannst du es aufschreiben, weil... Ja. Alter! Oder... Wollt ihr mich verarschen? Warte. Diese Sprache für Hörgeschädigte. Na, wie heißt die nochmal? Untertitel. Nee. Unterentwickelte. Die Handzeichen. Wie heißt die nochmal? Blindensprache. Nein. Kannst du es uns so sagen, also mit den Händen? Du bist der dieses Video mit dem niesenden Panda hochgeladen hat, oder? Nein, ich bin der die YouTuber immer fertig macht. Aber, Der mit den Katzenvideos. Ja, genau, der bist du, oder? Nein. Mimi, genau, ist Mimi. Ja, der mit den Katzenvideos, ja, genau der. Ja, Mimi, nein, nur dass ich Raven bin. Sorry. Das wusste ich doch die ganze Zeit, dass du das bist. Brain. Hey, du bist mit Leo mal Chef verwandt. Was? Ja, mein Frank. Jetzt sagst du ja. Nein. Nein. Raven the Creep. Ich mach grad eine Challenge mit, wo ich Mimi halt cosplayer, so nach dem Maß. Aber du machst doch diese Hundevideos, oder? Nein. Mimi, das ist der Typ, der mit... Ihr wisst schon, dass die Kamera die ganze Zeit mitläuft, oder? Ja. Du bist doch der Apo Red den Range Rover Mansory geliehen hat. Okay, hier mach ich grad... Nein. Düsseldorf Hauptbahnhof. Hup, hup. Wir sind angekommen. Tschüss. Doch, aber ich werde Frankreich mit meinem Kollegen im Sturm erobern. Ja, bekannt als Michael B. Ich habe heute die Leute. Ach ja, ich habe heute die Leute geprankt. Oh Gott, du widerst mich an, er macht Pranks. Leute, er macht Pranks. Bitte geht weg. Kannst du mir uns einen Vlog geben? Ja, dafür wird es einen Vlog geben. Heute, aber das Video hier, dieses kurze, drehe ich auch nur, weil ich ihn heute, die beiden heute nicht gesehen habe. Mein Akku war tot, ich konnte auch nicht zurückschreiben, ich konnte gar nichts. Wann ist dein Akku nicht tot? Fast immer, nur halt, heute hat es überhaupt null geladen, kannst du ihn fragen. Das wollen wir halt noch schon mal. Vor nicht allzu lange Zeit. Okay. Nein, nämlich nicht so fern im Königreich. Aber ich konnte mich melden. Okay. So. Warte. Ja, so. Wir haben schon fast 0 Uhr. Und wen treffe ich hier? Leute, die auf der Gamescom waren. Eigentlich ein Wunder zu dem Teil. Ja. Also, morgen ist auch noch ein Tag. Hoffe, ihr kommt. Pizza hat Beste. Bester Mann. Ja, bester Mann. Bester. Alle meine Fremdlover-Freunde auf YouTube. Okay, nochmal bitte. Alle Fremdlover. Okay. Ah, ja. Bester Mann. Jo, wenn ihr morgen da seid, dann könnt ihr mich auch antreffen. Entweder mit der Deadpool-Maske, wo ich versuche, Mimi zu imitieren, so wie heute. Ich hab versucht, Hä? Ich will es sehen. Okay. So, jetzt alle Kollegen weggebracht. Jetzt geht's nach Hause und morgen kommen dann die letzten Aufnahmen, bevor ich alles komplett schneide. Ich bin mega fertig heute, weil ganz ehrlich, ich war noch nie wirklich an den letzten Tagen um 0 Uhr zu Hause. Also wir sehen uns dann morgen, wenn ich dann wieder außer Haus gehe. Und ja, jetzt diesmal aber wirklich, haut raus, schlaf gut, bis morgen.